Nee, nicht ernsthaft, oder? Wir hatten noch so dermaßen viel Draht. Ist alles in grünen Chips gelandet, ha? Okay, ich habe nichts gesagt. Ihr seid schön am Liefern? Ja, aber zu langsam. Oh, da läuft irgendwas ganz faul im Staat Dänemark. Und wir werden wieder angegriffen, okay. Ihr seid am Arbeiten. Aber ihr seid nur zwei. Wie viel Eisen... Nicht ernsthaft, wir brauchen jetzt mehr Schmelzöfen, die Kupfer verarbeiten. Okay, du hättest jetzt nicht gerne Eisen, sondern Kupfer. Und du hättest nicht gerne Eisen, sondern Kupfer. Dann ist hier oben doch wieder Kupferproduktion. Weil wir haben 14.000 Eisenplatten? Das ist sehr komisch. Jetzt haben wir einen Eisenüberschuss. Es ist gerade mal 3-4 Folgen her, dass wir wegen Eisenmangel angefangen haben, überall diese Dinger aufzustellen. Dass sich das so schnell rumwendet, hätte ich echt niemals nicht gedacht. Da, Eisenplatten, bitteschön. Wo sind denn die alle? Oh, hallo Eisenplatten. Hier kriegst du Holz und Steine und Erz. Und noch mehr Fließbänder und Untergrundbänder, die ich alle nicht brauche. Und ein Stein. so. Wo ist noch Eisen? Da. Also noch keine 10.000 Eisen. Logistic System Storage, 13.000 Eisenplatten. Sehr, sehr komisch. Aber na gut, ich vertraue dem mal. Das ist bestimmt über zig Millionen Kisten verteilt. Also vor allem die ganzen Requester-Chests. Die hier. Die wollen jeweils 500 haben. Und da geht der ganze Draht hin. Okay, also, neue Priorität Kupfer. So, und weiter hier abreißen. So, alles weg. Und dann können wir mal gucken, was für ein Fabrikkomplex wir hier mit hinlegen. Also, weil ich denke, die zwei Felder bleiben erstmal frei. Wir brauchen jetzt ja keine Fließbänder mehr herstellen für die Tränke und so. Das wird sich nachher alles im Wohlgefallen auflösen, weil wir halt kaum noch Forschung betreiben. Da lang. Passive Provide Chest, du wirst leer gemacht, ne? Nee, wirst du nicht. Du musst eine aktive Kiste werden, dann wirst du leer gemacht. Da. So. Bitte einmal leer machen. Oh, du bist schon fertig. Sehr gut. Dann hätte ich gerne einen tragbaren Fusionsreaktor, der aussieht wie Iron Mans Brustdingens. Weil der stellt 750 Watt her. Und die Solarzellen 10. Ja, ja, ja. Ist dezent besser. So. Wir könnten zum Beispiel das hier alles abreißen. Und die Ärmchenproduktion damit hinsetzen. So, so. Hört auf zu arbeiten, ihr doofen Dinger. Ihr kommt alle weg. So. Fabrik. Hier. Und hier. Ihr stellt bitte Ärmchen her. Aber nur, wenn es wirklich notwendig ist. Ärmchen. Dafür kriegt ihr zwei blaue Kisten. Orange Kiste kriegt ihr auch noch. Da und da. Da und da. Und schnelle Ärmchen. So, das sind passive Kisten. Die werden wir begrenzen auf 1. Und die werde ich auch gleich füllen mit Ärmchen. Und zwar voll füllen. Sind noch irgendwo welche? Da. Gib mir alle deine Ärmchen. So, komm da rein. Ich kann sie von Hand weiterfüllen. Jo. Das heißt, es wird erstmal nichts hergestellt. So, so. Und du hättest... Oh, warte, wir brauchen zwei, ne? Nö, warte mal. Du brauchst Eisenplatten, Eisenwheels und Iron Circles. Eisenplatten, Eisenwheels... Und grüne Circuits?
Grüne Circuits. Okay. Können wir ja alles einstellen bei einer Kiste. Hättest gerne 100 von jedem. Das wird sich jetzt einmal füllen. Es dürfte aber nicht abgearbeitet werden. Hier das gleiche. Eisenplatte. Eisenzahnrad. Grüner Chip. 100. 100. 100. So, und das war die Ampion-Produktion. Und das hier alles. Ja, ich wusste doch, irgendwo war noch mehr. Geh, hör auf, mich rumzuschieben. Das würde mich am meisten daran freuen, wenn wir irgendwann keine Fließbänder mehr haben, sondern nur noch Roboterkisten. Ich werde nicht mehr wahllos in der Gegend rumgeschoben von irgendwelchen Fließbändern. Ist doch dezent nervig. So, weg, 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 weg. Alles weg mit euch. Dich mache ich erstmal nicht kaputt. So, und du kriegst noch mehr Zahnräder. Du kriegst noch mehr Ärmchen, die ich alle von Hand reintun muss. Nö, ich mache einfach so und beschränk's danach. Ah, Gerogon lernt dazu. So, 100 für dich. 100 für dich. Kupferplatten kommen hier hin. Bist doch gut eingestellt, ja. Hier ist alles okay. Ja, die Fließbänder könnten ähnlich verfahren werden. Und die Engines hier sowieso. Naja, obwohl. So viele werden hier gar nicht hergestellt. Wie viele Roboter haben wir inzwischen, Skynet? 215. Ja, ja, du mich auch. Warte mal. 223. Das kann nicht stimmen. Ich war dabei, wie wir ganz viele von den Construction Bots gebaut haben. Ah, die zählen wahrscheinlich gar nicht dazu, ne? Oh, und alle Roboter sind beschäftigt? Nicht ernsthaft. Achso, weil wir so viel mit den Kisten rumgespielt haben, okay. Ich wollte gerade sagen, das wäre sonst sehr komisch. Und wir haben keine hellblauen Tränke mehr. Oder kaum noch. Sind aber alle am Arbeiten, oder? Ja, okay. Fehlt irgendwas? Batterien sind da, rote Chips sind da. Stahl ist nicht da. Da. Kriegst ein bisschen Stahl. Immer noch alle Roboter beschäftigt? Jo. Hä? Muss ich jetzt ernsthaft mehr Roboter bauen? Also ich habe damit gerechnet, dass wir ein wenig mehr Beschäftigung haben bei den Robotern, weil wir halt jetzt das ganze Erz hin und her karren lassen. Aber in dem Ausmaß? Hätte ich nicht gedacht. Egal, machen wir hier noch ein bisschen Aufräumaktion und dann stellen wir Skynet wieder oben auf Logistikroboter und lassen Skynet auch wieder arbeiten. Hier. Du stellst bitte her Logistikroboter. So, und jetzt stelle ich die händisch auf. Wir haben 219. Und die Roboter hin, da. Und 227. Ja, okay. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Ding mich veräppeln will, aber na gut. Grüne Chips. Es mangelt an Kupferkabel. Okay. Also es macht auch nicht Sinn, mehr davon zu bauen. Achso, stopp, stopp, stopp. Die Kiste muss zurück. Die war für den manuellen Insert von den lila Tränken. Da aufräumen. Viel zu viele Eisenplatten. Hier ist das Kupfer. Was sagt das System? Wir haben minus Kupferplatten und minus Kupferdraht. Okay, Kupfererz haben wir aber genug. Und Eisenplatten haben wir immer noch 15.000. Jetzt, ja, okay, ihr Jungs, kein Eisenerz mehr. Kupfer. So, ihr Jungs, kein Eisenerz mehr. Kupfer.
Wenn die jetzt hier gleich... Hier sind Kupferplatten drin. Ah, werden auch abgeholt. Okay. Und das ist eine aktive Provider-Chest. Ist trotzdem okay. Ja, kaum Kupfererz angeflogen. Sehr schön. Die Kisten... Die Kiste hat 400 drin, die hat 1500 drin. Also Erznachschub ist da, wir brauchen nur mehr Schmelzöfen. Wie schaut's mit Strom aus? Hält sich. Okay, wie schaut's aus mit mehr Solarzellen? Jo, sehr gut. Kann ganz viel bauen. Schön, schön, schön. Oh, wir brauchen Reparaturkits. Ich hoffe mal, die Reparaturkits verteilen sich automatisch dahin, wo sie hingehören. Wow. Das ging jetzt schnell. Ich glaube, ich brauche eine Fabrik für Reparaturkits. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Nimm alle weg. Was braucht man dafür eigentlich? Iron Wheels und grüne Chips. Ja, natürlich grüne Chips. Man braucht für alles grüne Chips. Ha, okay. Ein bisschen was ist da geblieben. Und alles ist repariert. Das ist doch mal cool. Okay. So, ich würde gerne ein paar Lasertürme spenden. Ich würde gerne ein paar Strommasten spenden. Und Mauern eigentlich, aber... habe ich gerade keine dabei und kann gerade keine herstellen. Da sind Steine. Da. 200 Steine. Stell damit bitte Mauern her, während ich rumlaufe. So. Und wir stellen jetzt die nächsten Solarzellen auf. Immer noch alle Roboter ausgelastet? Ja, immer noch. Ah, sehr komisch. Also eventuell muss ich mich doch nochmal raustrauen. Ohne Power, Armor, MK2 und Schild MK2 und was weiß ich. Einfach nur, um Alien-Artefakte zu bekommen, von möglichst kleinen Basen. Damit ich die Geschwindigkeit und die Traglast von den Logistikrobotern nochmal erhöhe. Weil die scheinen jetzt ja doch ausgereizt zu sein. Was viel schneller ging, als ich dachte. Na gut, man irrt sich halt. Oder Skynet steckt dahinter. Aber wahrscheinlich irre ich mich eher. Du dahin, du dahin. Licht? Fragezeichen? Da. Na komm, gib mir Licht. Da. Ja, unten drunter. War doch unten drunter, ne? Ja. Hier zumindest. Da war es rechts daneben. So, Solarzellen. Ist mit den Angriffen? Scheint sich ein wenig gelegt zu haben. Also wir hatten vor kurzem wieder ein kurzes Scharmützel. Aber wo wir da jetzt so viele hingebaut haben, ist nicht zerstört worden. Und das mit den Repair Packs ging dann auch recht schnell mit der Reparatur. Also es läuft soweit gut. Oh, ah. Okay. Vorsichtig, Girokon, vorsichtig. Nicht sagen, es läuft gut. Dann passiert immer irgendwas. Also die Akkus leeren sich nämlich gerade. Wahrscheinlich primär, ja, weil die ganzen Roboter sich auch aufladen müssen, weil alle jetzt rumfliegen. Also weiter Solarzellen bauen. Dafür brauchen wir Kupferplatten. Nicht ernsthaft, oder? Ich habe jetzt auch ein Kupferproblem? Mist. Gut. Ich hätte gern Kupferplatten. Da. Das ist übel. Habe ich wenigstens 100 blaue Chips schon? Nein, habe ich nicht. Also ja, es wird sehr viel Kupfer verbraucht, weil wir sehr viele grüne Chips herstellen, um rote Chips herzustellen, um blaue Chips herzustellen. Und diverse andere Produkte, die grüne und oder rote brauchen. Aber dass das mit dem Eisen so mit dem Kupfer so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Also mit dem Leerwerden davon. Aber ich hoffe mal, die sechs Jungs reißen das jetzt. Was sagt das System? Wir haben minus 8 Kupferplatten. Ah, aber wir haben wenigstens ein Plus bei dem Draht. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das hält sich vor allem. Schwankt um die 90 rum. Also ich schätze mal... noch zwei Öfen.
Wenn Strom das mitmacht. Was es dürfte. Also noch zwei Öfen, die ich vielleicht sogar dabei habe. Und dann müsste es hinhauen. Öfen? Schmelzdinger, das ist ein Boiler. Können wir nicht, wir haben keinen Stein mehr. Nein. Oh. Wir haben keinen Stein mehr, aber dafür haben wir einen Fusionsreaktor. 30 Alien-Artefakte, 100 blaue Chips. Das ist schweineteuer. So, 450 Science Packs. Das sind 45 Alien-Artefakte. Und eine kleine Basis, also ein Spawner, hat 3 bis 6 drin. Das ist echt garstig. Bullet Damage, nö. Züge, komm, kostet fast gar nichts. Forsch mal. So, ich starre weiter auf die Zahlen. Wo ist der Draht hin? Draht ist weg, Mist. Okay, wir brauchen definitiv wieder eine Umstellung von dem Stahl auf händische Art und Weise, damit ich was klauen kann. Hier. Das zwacke ich mir gleich wieder ab. Dann stellen wir schön weiter unsere Solarzellen her. Ich hätte gerne Kupfer irgendwo. Ich glaube, ich nehme eine von den Schmelzanlagen hier und mache aus der passiven Kiste eine stinknormale Kiste. Dass die sich für mich füllt. So. Du kriegst noch ein bisschen davon was ab. Bisschen. So, das heißt, die Kiste schnappe ich mir mal, wenn ich Kupferplatten brauche. Weil ich werde ja von den Robotern nur recht provisorisch bedient. Und beim Stahl gehe ich auch mal wieder vorbei. Und grüne Chips haben wir momentan doch ein paar mehr. Und so müsste ich nach und nach mehr Solarzellen herstellen können. Ja, Railway erforscht. Was ist das? Automated Rail Transport. Research. Kostet nur grüne und rote Tränke. Wie putzig. Was wollte ich jetzt? Achso, ja genau, Stahl. So, Solarzellen. Mehr Solarzellen. Wollten wir es eigentlich noch in die Richtung ausbauen? Weiß ich gar nicht mehr. Nach oben hin ist nämlich nur noch begrenzt Platz. So. Ja, sollte erstmal für jetzt reichen. Nächste Folgen. Stahl regelmäßig händisch abholen. Das vergesse ich ganz gerne bestimmt. Aber versuche ich dran zu denken. Kupfer regelmäßig abholen. Solarzellen weiterbauen. Und unbedingt nachprüfen, was mit dem Stein los ist. Weil ich dachte eigentlich, wir hätten ein Steinsystem angeschlossen, damit wir die Mauern durchgehend bauen können. Aber damit ist mal wieder irgendwas schiefgelaufen. Weil wir haben keine oder kaum noch Steine im System, wie ich es richtig gesehen habe. Ja, komm, das auch mal forschen. Wir haben ein Stein im System von 123 Mauern, mit denen ich aber nicht mehr befüllt werde, weil ich es nicht mehr haben wollte. Okay, ich hätte gerne Mauern, 100 Stück. Also, ich werde jetzt mit 100 Mauern gefüttert, das ist okay. Aber trotzdem brauchen wir mehr, wir brauchen viel, viel mehr Mauern. Das also auch noch im Auge behalten. Dann nach und nach die restlichen Fließbänder abbauen. Wobei wir da auch immer darauf achten müssen, dass wir auch genug Strom haben und eventuell neue Roboter bauen. Weil Roboter sind alle ausgelastet. 248 Stück, alle durchgehend am Wuseln. Okay, das könnte ich jetzt schon beheben. Mir ist eine Kleinigkeit eingefallen. Ich hatte ja am Anfang extra die lila Kisten genommen. Also primär, weil ich die passiven Kisten sparen wollte. Aber auch, weil ich gucken wollte, wie schnell ich die Roboter auslasten kann. Aber wenn ich, wow, genau, wenn ich die jetzt zu passiven Kisten mache und nicht mehr zu aktiven, also allesamt, dürften wir eigentlich keine Probleme mehr haben. Nur so eine kleine Theorie, aber könnte hinhauen. Also das überprüfen wir dann auch nächste Folge. Ob wir, wenn wir das hier alles zu passiven machen, ob das dann mit den Robotern wieder hinhaut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dem so ist. Allgemein auch wieder alle aktiven, die wir nicht wirklich brauchen, zu passiven machen. Da sind wir Stahl jetzt ja wieder hinhaut, wenn wir das händisch abzwacken. Selbstbetrug, yay. Aber gut, wir sehen uns gleich wieder.